Heute geht es ums Thema Enduro. Enduro aber in einem anderen Sinn. Also ich habe da was Interessantes, was ich gerne vergleichen möchte. Kommen Sie bitte. Wir gehen jetzt mal rüber zum Nachbarn, ne? Kommt der mit? Ja, alles klar. Also, mein Nachbar ist nämlich hier, Radsport Schmidt. Und da gucken wir uns mal um. E-Räder, Elektroräder, E-MTBs, Elektro-Mountainbike. Was es da gibt, ich rede mit den Experten und dann gucken wir mal weiter. Also wir schauen uns erstmal hier um. Motor drin, ganz wichtig. Leute, hier wird geschafft. Silenzio, ne? Ich frag mal so ein bisschen rum, was Phase ist. Ist ja für mich totales Neuland, deswegen nehme ich euch jetzt mit. Krass, oder? Was abgeht mit den Elektrobikes? Das ist der Hammer, oder? Ja, also, wenn das einer gesagt hätte vor 10 Jahren, dass es mal so wird, wie es jetzt im Moment sich darstellt, dann hätte man gesagt, der spinnt. Ja. Ganz klar. Also, ihr verkauft mittlerweile nur noch Elektro oder schon, also überwiegend, oder? Es wird mehr, stetig mehr. Also, wir kommen da normalerweise aus der Non-E-Szene. Tut da natürlich auch ein bisschen weh, weil da natürlich auch das meiste wegbricht. Ja. Aber der E-Bike-Markt, ich nehme davon an, oder gehe davon aus, dass nächstes Jahr so die 50-60% auf jeden Fall überschritten werden. Krass. Ja. Und in Zahlen ausgedrückt um die 700.000 Räder letztes Jahr? Irgendwie? Ja, gab es anscheinend eine Hochrechnung. Ja. Ich bin mal gespannt, für 19 soll es ja relativ, oder für 18 soll es ja relativ bald stattfinden, weil die ganzen Messen schon waren. Wird steil nach oben gehen. Krass. Technik. Bosch CX und Yamaha. Richtig. Yamaha kennen ja die Motorradkollegen, die dieses Video sehen. wie anfällig ist das? Wie funktioniert das im Prinzip? Im Moment muss man echt sagen, sind Kinderkrankheiten komplett raus. Ja. Reklamation im Verhältnis zum Verkauf läuft gegen null. Klar, ein paar Kleinigkeiten, Aufnahmen. Größte Probleme gibt es einfach, wenn man auch hier so guckt, so in komplett integrierten Rahmenbauten, die relativ schnell auf den Markt gedrückt worden sind, am Anfang ein bisschen Probleme hatten, aber jetzt mittlerweile läuft alles, richtig gut. Alles gut. Ja, macht Spaß. Auf jeden Fall. So eine richtige Granate, so vergleichbar mit einem Motorrad, also mit einer Enduro, da gibt es was Krasses, oder? Richtig. Federweg ist das größte Thema oder nach was fragen die Leute? Maximale Power von einem Motor oder? Ja, es ist schon viel auf Motor eben abgestimmt. Federweg ist natürlich bei uns nicht so ganz das große Thema, weil man halt auch das Gelände dazu nicht hat. Ja. Aber sage ich mal, muss ja immer im Verhältnis stehen. Laufradgröße ist ja ein Riesenthema. Ja. Breite des Reifens macht viel aus natürlich für einen Grip, das weißt du ja auch. Ja. Und da muss man wirklich sagen, geht es wirklich drum um Power, was das Ding wirklich dann einfach auf maximale Power, was es hergibt. Ja. Okay. Geländefähig, okay, wir sind jetzt in einer Region, wo es nicht so viele Berge hat. Die Kollegen, die jetzt mitten in den Bergen sind, die werden wahrscheinlich auch komplett am Rad drehen und nur so krasse Geräte verkaufen. Ja, also klar, auch im Bekanntenkreis, was Händlerkollegen angeht, alles, was immer näher an die Alpen geht oder halt Fichtelgebirge dementsprechend, das sind natürlich die Verkaufszahlen explodiert, dementsprechend wirklich nur noch komplett auf E umgestellt. Läden, die sich von einer tiefen Mountainbike-Szene letztendlich hinbewegen zur E-Mountainbike-Szene, ist schon verrückt. Klar, das muss man halt dementsprechend für sich selber einrichten. Yeah. Ist das für mich in Ordnung, aber den Trend hält man nicht auf und der Spaßfaktor ist halt einfach brutal groß. Genau, man kann quasi mit seinem Motor immer hoch, wieder richtig, runter. Richtig, genau. Es ist auch so gedacht, dass die Leute halt einfach auch von den Gegebenheiten her, ich muss nicht mehr seit 20 Jahren Mountainbiken können, um letztendlich am Trimalzo mal oben zu stehen. Ja. Das wird halt einfach viel mehr Leuten eröffnet, der Emotionsverkauf wird dadurch natürlich gefördert. Ist schon interessant und die Geschichten erzählen ja die Leute dann auch gerne, ne? Abends beim Biertisch oder keine Ahnung wo. Ja. Ich war da oben, hätte ich mir früher nie gedacht. Ne? Klar. Ja. Auch ohne hier tägliches Training zu absolvieren. No problem. Cool.
So, Benni, du fährst privat auch EMTB. Ich fahre privat auch EMTB. Sonst ja. Quad und Motorrad alle, nicht, ne? Motorrad nicht. Dafür aber ein fettes Auto und Quad und ja. EMTB. Ja, und EMTB. Mittlerweile nur noch im EMTB unterwegs. Ja, es ist, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, ist es einfach eine super Sache. Und ja. Ja, aufs normale Fahrrad hockt man sich schon an und auf, aber ja, aufs E-Bike anschalten und dann geht es halt einfach los. Genau, macht das dann einfach viel mehr Spaß nochmal. Ja, und gibt es ja immer noch Gegner, die sagen, das ist ja kein richtiges Fahrrad mehr, die wollen sich das so besorgen, irgendwie hier mit Muskelkraft nur hoch. Es gibt schon genug, auch unter Bekannten und Freunden hat man sowas auch, wo dann sagen, nee, wollen sie oder finden sie überhaupt nicht gut, aber... Wenn die da mal gefahren sind, dann ändern die wahrscheinlich schnell ihre Meinung. Dann ist es natürlich eine schöne Sache, weil ich einfach Berge hochfahren kann, wo ich einfach mit einem normalen Mountainbike überhaupt gar keine Chance habe. Also da schalte ich einfach auf die höchste Stufe, lege ein Turbo ein und dann kann ich einfach den Trail nicht bloß runter, sondern auch hoch davor. Und das macht halt schon richtig Spaß. Cool. Da macht schon richtig Spaß, ja. Top. Aber von den Motoren her, wenn da was kaputt geht, neuer Motor rein, zack, Abfahrt. Ja. Krass, oder? Ohne Probleme. Keine Probleme. Also Bosch ist, hier wieder Bosch, überall Bosch, die sagen, wir machen da gar nicht lang rum, das wird nicht groß repariert. Neue Motoren fertig. Krass, oder? Ja, schon. Wenn auch die Garantiezeit abgelaufen ist, auch, sind die dann auch kulant, oder? Ja, kommt immer ganz dran, was man damit macht. Ja, wenn das Ding natürlich ausgebrannt ist oder so. Ja. Krass, okay. So irgendwelche Granaten hier so mit Luftfahrwerk und so, das ist schon der Hammer, oder? So. Technisch, ihr habt total viele so Zertifikate und so. Geht ständig weiter, oder? Immer neue Sachen. Ja, müssen wir auch von den Schulungen eigentlich jährlich 2 bis 3 Mal, okay, um einfach auf dem neuesten Stand zu bleiben. Okay. Weil die Entwicklung so krass ist, oder? Und auch so schnell alles ist. Ja. Wo wird's hingehen? Weiß man nicht. Ich denke, steigen nach oben. Okay, steil nach oben. Steil nach oben. So, ganz großes Thema bei den Motorrädern ist halt Fahren im Wald. Mit der Enduro No-Go. Beim EMTB wird es toleriert, oder? Also bei uns, wir sind in dem Bereich wirklich in einem großen Vorteil. Da wir nicht in Bad Württemberg wohnen, da gibt es eine 2-Meter-Regel. Das heißt, alles, was schmäler ist wie 2 Meter im Wald, ist nicht befahrbar oder darfst du als Fahrradfahrer nicht fahren. Und daher, dass das E-Rad, also als Pedelec, noch zum Fahrrad gehört, ist es auch für da halt einfach keine Chance. Hier noch komplette Toleranz, wird sich zeigen, wie schnell sich das ändert, wenn es einfach mehr gibt. Ne? Ja. Bei uns regional unser Hügel, der eigentlich als Naturschutzgebiet ausgerufen ist. Ich denke mal, dass da irgendwann mal der große Hammer fallen wird. Ja. Okay. Leider. Aber wir genießen das bis dahin. Auf jeden Fall. Du hast jetzt was Schickes für mich, oder? Klar. Top. Der Tobi hat nicht zu viel versprochen. Wir haben hier 2 Granaten stehen. Einmal das Highbike Enduro 10.0 und von Highbike das Xduro Downhill 10.0. 2 richtig krasse Granaten. Instincts going low, looking bad, like a bad with an eye patch. Involved and everybody falling from the elevator. Now I'm Ray Rice in this. Sucking rice and take a bite, it's nice. And I have a nice time with it. By the time that it finds a way to the right side of him, not even a Heimlich can save him. A selective finger to you imbeciles. Tell me what's been getting into you. Envy will kill you. She said I'm a gentleman. I'd admit a lot of women set up on my ottoman. I don't give a damn like an otter with no time to kill. I've been feeling like the opposite of work. It's a work and it's never been a purpose thing to me. I just do what I love and it works for me. So I'm freaking every check. I put the money in the pushing. Ready to begun to the finish. Also 200 mm Federweg, 180 mm Federweg. Ich möchte jetzt ausprobieren, wo kann man es einsortieren, wie ähnlich ist es zu einer Enduro und dass man Spaß haben kann damit, das ist mir jetzt schon klar. Ich muss Akkus laden und dann geht es in der nächsten Folge mal rauf auf die Piste. Und was ihr über solche Fahrzeuge denkt, das schreibt ihr einfach mal unten in die Kommentarbox rein. Ich finde es total spannend, das Thema. Es sind super viele Elektroräder verkauft worden und Moto Lifestyle. Wir haben hier 2-mal den Bosch CX Motor am Start.
Wir haben einen Motor, zwar nur elektrisch, aber ich glaube, hier ist es ziemlich ausgereift bei den Fahrrädern. Ich lasse mich überraschen. Ich gehe ganz neutral an die Geschichte ran. Ich sage jetzt schon mal danke fürs Zuschauen. Rein in die Kommentare, da geht's zum Abo, da geht's zum nächsten Video. Glöckchen nicht vergessen, ihr seid die Besten. Bis bald, tschüss.